9 Millionen Rentnern sollen 107 € im Monat gestrichen werden. Sie drehen völlig am Rad in Berlin. Der neueste Vorschlag ist hier völliger Wahnsinn, wie ihr das kennt. Christian Lindner möchte jetzt sparen und er stellt die Mütterrente zur Disposition. Ihr wisst, ich bin sehr kritisch, was das Rentensystem angeht, aber das geht absolut gar nicht, was Sie hier machen. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Anstatt in diesem Lande mal dafür zu sorgen, dass das Geld derer, die hier Steuern bezahlen, bei denen ankommt, die es wirklich nötig haben, kommen Sie auf die Idee, die Leute, die hier jahrzehntelang eingezahlt haben, jetzt wieder zu beschneiden in ihrem Geld. Ja, die Mütterrente war ein Geschenk von Politikern an Frauen in der Rente. Denn es gibt eine Ungerechtigkeit im Rentensystem, dass die Kinder ungleich berücksichtigt wurden und vor allem sie werden bis heute in meinen Augen viel zu wenig berücksichtigt. In meinen Augen dürfte es nicht möglich sein, dass ein Kinderloser die Maximalrente bekommt und jemand, der quasi mehr als 5 oder 6 Kinder hat, sogar weniger als die Grundrente bekommt. Hier gibt es eklatante Mängel in unserem Rentensystem. Karlsruhe sagt allerdings, die Kinder sind ausreichend berücksichtigt und das ist ein Schlag ins Gesicht von allen, die verstehen, dass ein Rentensystem ohne Kinder gar nicht funktionieren kann. Es ist natürlich über das eingezahlte Kapital hat man Vermögensansprüche erworben. Dennoch geht es hier ausschließlich um den Geldwert, den man an die deutsche Rentenversicherung bezahlt hat. Es gibt inzwischen eine Regelung für Kinder, so gibt es aktuell 3 Rentenpunkte für jedes Kind. Das sind knapp über 100 €. Das führt am Ende dazu, dass es wirklich in der Rente Mütter gibt, die haben 1 Dutzend Kinder und keine 800 € Rente. Das ist absolut unwürdig, denn man muss das ja mal andersrum sehen. So viele Beitragszahler, die hier geschaffen werden, das muss Berücksichtigung finden. Anders, da sieht es dann aus bei den ganzen Neureichen, die immer den Höchstbetrag eingezahlt haben, die kriegen dann den Höchstbetrag der Rentenversicherung ausgezahlt. Das sind auch nicht so viele in diesem Land. Da spielt es keine Rolle, ob die Kinder haben oder nicht. Und das dürfte es nicht geben. Den Höchstbetrag im Rentensystem, an den müsste man die Zahl von 3 Kindern knüpfen, weil nur 3 Kinder wirklich ausreichend sind, damit das System stabil bleibt. Die normale Rente, die mittlere, müsste es irgendwie mit 2 Kindern geben, mit einem dann eine etwas niedrigere. Und die wirkliche Grundrente, die müsste es geben für Kinderlose. Und auch wenn jemand ein Leben lang einzahlt, ja, auch den Höchstbetrag einzahlt, sich aber dagegen entscheidet, Kinder zu haben, dann kann er nicht ganz oben stehen wie jemand, der eingezahlt hat, auch die Höchstbeträge mit 3 Kindern, sondern dann muss es eine Differenz geben. Das ist eine krasse Ungerechtigkeit. Aber man hat als Wahlgeschenk die Mütterrente eingeführt. Ich kann euch sagen, meine Großmutter, die bekommt diese Mütterrente und das hat sich bei ihr auch gelohnt. Das waren dann 175 € mehr und sie hat immer noch unter 1000 € Rente, obwohl sie 27 Jahre lang gearbeitet hat und 4 Kinder großgezogen hat. Sie wurde also durch die Mütterrente hier etwas besser gestellt als vorher. Natürlich lebt sie noch mit meinem Opa zusammen. Die Rente von beiden zusammen wäre auch ohne Mütterrente ausreichend, weil sie eine eigene bezahlte Immobilie besitzen. Jetzt will aber Christian Lindner hier 14 Milliarden Euro jährlich einsparen, indem man einfach die Mütterrente wieder abschafft. Sie wollen den Leuten das Geld streichen. Es ist absolute Katastrophe. Die Nebenfolgen werden gar nicht bedacht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sie machen hier wirklich kopflose Politik. Es kann ja nicht sein, dass Sie dann hingehen, Geld, was versprochen wurde, was schon jahrelang gezahlt wird, worauf sich die Leute dann verlassen haben, das zieht man den Leuten jetzt unter dem Hintern wieder weg. Erstens mal, wer 9 Millionen Rentner verprellt, der wird als Partei nicht mehr existieren. Den wird es danach einfach nicht mehr geben. Dazu kommt, was Sie vergessen. Wenn die ganzen Frauen dann weniger Geld haben, sind die ja teilweise anspruchsberechtigt für Wohngeld. Ja, zum Beispiel. Wenn jeder 107 € im Monat weniger Rente hat, wird auf 107 € weniger Krankenkassenbeitrag bezahlt. Ja? Habt ihr mal ausgerechnet, wenn ihr, also Staat, Herr Lindner, wenn ihr 14 Milliarden Euro einspart,
was aber dann bei den Krankenkassen wieder an Zusatzbelastung obendrauf kommt, was in den Kommunen dann an Wohngeld beantragt wird. Nein, das blendet ihr aus, denn ihr wollt eure schlechte Politik auf dem Rücken aller anderen in diesem Lande durchführen und jetzt auf dem Rücken der armen Mütter, die in Rente sind. Ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank, wie man so schön sagt. Bei euch ist ein heftiger Porzellanschaden entstanden. Da, also das ist, wie wollt ihr das dem Wähler erklären? Ja? Ihr habt bis jetzt 22 Milliarden Euro Waffenhilfe an die Ukraine bezahlt und wollt hier im Jahr 14 Milliarden Euro einsparen an unseren Rentnern. Ihr seid Wahnsinnige, und zwar Wahnsinnige im Amt. Ihr zahlt über 30 Milliarden Euro Entwicklungshilfe ins Ausland jedes Jahr. Aber 14 Milliarden Euro sollen jetzt bei den Rentnerinnen und Rentnern gespart werden. Wobei die Mütterrente, die bekommen wirklich nur die Frauen. Es ist völliger Wahnsinn. Die Ampel ist wirklich die einzige Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik, die es schafft, in einer Sommerpause Wählerstimmen zu verlieren. Ob das die SPD ist, ob das die Grünen sind, die auf den ganzen Christopher Street Days sich fotografieren lassen. Nein, jetzt geht die FDP hin und möchte hier sogar mit Berechnungen des DIW, den Wegfall der Mütterrente für 9 Millionen Rentner hat man berechnet, sind im Schnitt 107 Euro im Monat, die dann gestrichen werden bei den Frauen in den unteren Einkommensgruppen, wie das DIW hier selbst sagt. Die ärmsten 20% hätten dann gut 8% weniger Einkommen. Bei den reichsten 20% wären es hingegen nur 1% weniger Einkommen. Es ist völliger Wahnsinn. Also sorry, völliger Wahnsinn. Sie wollen hier das Armutsrisiko steigern und nicht, weil ihnen das Geld ausgeht, sondern weil sie es sinnlos zum Fenster hinauskübeln. Wirklich sinnlos zum Fenster hinauskübeln. Streicht das Geld für alle, die hier noch nicht eingezahlt haben, und ihr könntet die Leistungen der Mütterrente einfach verdoppeln. Bin ich mir ziemlich sicher, aber die FDP, sie möchte jetzt hier, Christian Lindner möchte an die Rentnerinnen rangehen, wo ich mir sage, das ist asozial, Herr Lindner. Das ist wirklich asozial. Auf der anderen Seite wollen Sie sonst wem irgendwie Geld hinterher schieben. Das kann man keinem erklären. Die FDP will jetzt auch das Bürgergeld streichen um 14 bis 20 Euro, weil sie sagen, das wäre jetzt zu hoch, wo man dann immer nur mal sagen kann, ja, natürlich ist das Bürgergeld zu hoch, aber wenn ihr das jetzt wieder zurückrechnet, wie hoch ist der Verwaltungsaufwand, wenn ihr denen das jetzt alles kürzt? Führt lieber Sanktionen ein, führt lieber Vermögensprüfung ein und sagt, dass die Höhe des Bürgergeldes bis 2030 so festgenagelt ist, da wird es keine Steigerung mehr geben, und zwingt die Leute in Arbeit, anstatt hier quasi kosmetische Reparatur zu machen. Jetzt soll man bei 5 Millionen Beziehern hingehen, die Bescheide, die gelten ja immer 6 Monate, und soll jetzt einfach Papier produzieren, auf dem dann 100 Euro weniger stehen. Ja, 850 Millionen Euro könnten Sie da sparen. Nur ich mir sage, wir hätten viel mehr davon, wenn ihr das Vermögen der Leute prüft und heranzieht und am Ende die Leute in Arbeit zwingt. Ja, es gibt keinen Arbeitszwang, aber man kann Sanktionen einführen, die so unattraktiv sind, dass sie alle arbeiten gehen. Bin ich felsenfest davon überzeugt, wenn man die Daumenschrauben nur fest genug anzieht, gibt jeder irgendwann klein bei. Der kleine Prozentsatz, der nicht klein beigibt, dann ist es halt so. Ich rede nicht von Leuten, die krank sind und nicht arbeiten können. Ich habe selbst mal Hartz IV bekommen und kann nur sagen, das System muss noch härter sein von oben. Dann geht ihr alle auch viel schneller arbeiten. Ich habe in meinem Leben schon immer Arbeit gefunden. Ich war noch nie länger als 4 Wochen arbeitslos. Deswegen immer diese Diskussion. Ich kann das nicht verstehen. Es gibt Einzelfälle, in denen ist das mal anders. Ja? Auch gerade, wenn man über 50 ist, bin ich mir sicher. Aber bei Rewe, bei Lidl, Regale einräumen, dafür nehmen sie jeden, immer. Und sie bezahlen mehr wie Mindestlohn. Wenn man das dann nicht machen möchte, weil das unterhalb der Qualifikation ist oder zu schlecht bezahlt wird in den Augen der Leute, dann ist das was anderes. Aber die Diskussion, die Arbeit ist nicht da, die ist völlig erstunken und erlogen. Im Moment haben wir noch genug Arbeitsplätze für jeden, der zumindest bereit ist, für Mindestlohn irgendwo arbeiten zu gehen. Wie das in 2 Jahren aussieht, wenn die Grünen hier abgewirtschaftet haben, kann ich euch nicht sagen. 130.000 Arbeitsplätze sind dieses Jahr alleine in die Insolvenz gegangen. Allerdings muss man mal sagen, wir können auch 2-3 Millionen Arbeitsplätze in die Insolvenz verlieren. Die Frage ist, was am Ende hinten bei rauskommt. Das ist wirklich die Frage. Wenn hier Industrieunternehmen in die Insolvenz gehen und am Ende die Produktion flöten geht, ist das richtiger Mist. Wenn am Ende allerdings irgendwelche Papierstapelträger von A nach B pleite gehen, weil sie keine, weiß nicht mehr, irgendwelche Förderungsanträge erfüllen müssen für Unternehmen, weil die alle keine Förderung mehr auszahlen und die gehen pleite, dann schadet das nicht.
Denn dieses ganze Personal, was sonst Papierstapel trägt, das kann man auch an eine Kasse setzen, die können verkaufen, die können auch Briefe zustellen, die Deutsche Post sucht immer Leute. Es gibt wirklich noch genug Arbeit in diesem Land, vor allem jetzt, wo die Herrschaften immer älter werden, die brauchen auch mal Hilfsdienstleistungen. Das Dienstleistungssegment für alle Senioren oder die, die in den nächsten Jahren Senioren werden, ist ein riesiges Geschäftsfeld. Ist ein riesiges Geschäftsfeld, ist wirklich so. Denk doch mal nur daran, was man den Senioren alles für Hilfestellungen geben könnte, wo sie alleine vielleicht aufgeschmissen sind beim Einkaufen, bei der Gartenarbeit, bei Buchungen übers Internet mit dem Urlaub oder Kurse mit dem Smartphone. Es gibt schon viele, die kennen sich aus, aber es wird jetzt noch viel krasser und die wollen ja alle ihren Lebensabend auch mit etwas Würde genießen und das geht nicht, wenn es eine FDP gibt, die einfach mal die Mütterrente wieder streichen will, stattdessen allerdings Fahrradwege in Peru finanziert und so weiter und so fort. Ich darf mich nicht so aufregen, habt ihr gesagt, wegen meinem Blutdruck. Ich versuche das hier in ruhiger Sprache. Ich hoffe, ist auch einfach genug, dass wir wissen, dass die FDP quasi ihr Todesurteil jetzt selbst angefertigt hat durch Christian Lindner, der dieses Interview gegeben hat, weil er wahrscheinlich einfach auch nur noch wahnsinnig wird mit den ganzen Grünen und Roten, mit denen er sich jeden Tag abgeben muss. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und verpasst keines meiner Videos. Du kannst auch die Affiliate-Links unter dem Video benutzen, einfach um mich zu unterstützen. Du kannst bestellen, was du sowieso bei Amazon bestellst und gehst einfach über meinen Link zu Amazon, dann bekomme ich eine kleine Provision. Ansonsten teile das Video, kommentiere es, den Daumen hoch. Oder den Daumen runter, wenn es dir nicht gefällt, natürlich. Ansonsten lass doch mal ein Abo da und dann sage ich ciao, bis bald.